also Ring Fit 20 und die Spiele 6, ja? Genau. 26, machst du 25? Ja, vielen Dank. NTSC. Alter! Krass! Deathpool, was willst du dafür haben? 10 Euro? Hier, nimm 50. Falsch und was? Jo Leute, was geht? Hannescore TV ist wieder zurück mit Flohmarkt Hunting Folge 12. Ja, Oktober letztes Jahr habe ich Folge 11 gedreht, es ist ewig her. Und ich habe richtig geile Schnäppchen, Leute. Richtig viele Sachen. Ich glaube, ich teile das Video auch in zwei. Scheißegal, gucken wir uns an, was ich mir geholt habe. Als erstes habe ich mir hier 1, 2, 3, 4, 5 PS1 Spiele geholt und etwas für die PSP. Und diese Spiele sind unglaublich, Leute. Ich stelle euch die einzeln mal vor. Wer wird Millionär für die PlayStation 1? Ja, wer kennt's nicht? Freitagabend bis Montagmorgens. Wer wird Millionär auf der PS1 zocken? Dann Card Shark. Ja, Card Shark. Es ist ein Kartenspiel. Okay, Spaß, Leute. Aber jetzt wird's wirklich krass. Scrabble. Dann habe ich noch so ein Pinball-Spiel und Swing. Ich glaube, das ist so ein Bubble-Shooter-artiges Spiel. Ich habe keine Ahnung. Und ja, Leute, klar, die Spiele sind ein bisschen Müll, aber ich habe mir das Ganze wegen dem PSP-Spiel geholt. Es ist gar kein PSP-Spiel, sondern ein PSP-Film, nämlich den Film Paprika. Und ja, das ist ein Anime-Film, der ganz schön strange sein soll. Ich wollte mir eh schon mal auf Blu-ray holen und ich dachte mir, ach geil, Paprika ist sowieso selten für die PSP und ich glaube, in Deutschland bietet ihn auch gerade keiner an. Und ich dachte mir so, ja, warum macht denn eigentlich nicht eine Filmsammlung mit allen PSP-Filmen, die es so gibt? Und mal gucken, ob es teuer wird, wie selten einige Filme sind. Ich fange an mit Paprika und habe schon richtig Bock, den Film mal zu gucken. Das erste Mal auf der PSP. Dann habe ich für 5 Euro 4 Dragon Ball Z PS3 Games geholt. Einmal Xenoverse, ja, habe ich auch noch nie gezockt. Dann Battle of Z, kenne ich auch noch nicht, habe ich Bock drauf. Dann Ultimate Tenkaichi. Das habe ich gezockt, ich weiß aber gar nicht mehr, wie ich es fand. War es gut oder schlecht? Echt zu Anfang PS3-Zeiten habe ich das damals gezockt. Und Burst Limit, ja, die für 5 Euro kann man auch nicht meckern. Für meine Dragon Ball Z-Sammlung, für meine Game-Sammlung, einfach nur geil. Dann hat mir auch der Verkäufer noch etwas gegeben für 20 Euro. Ring Fit Adventure. Ja, Leute, für 20 Euro hatte ich richtig Bock drauf. Ich habe es auch schon mal für 40, 50 gesehen, war mir aber noch zu teuer. Da ich es irgendwie nie testen konnte. Es war auch eine Zeit lang sowas von ausverkauft. Jeder wollte es haben, aber nirgendwo bestellbar. Ihr kennt es, Anfang des Jahres war es, glaube ich. Und ja, für 20 Euro Spiel ist dabei. Und ja, leider nicht mehr die Originalverpackung, aber ich glaube 20 Euro ist echt ein Schnäppchen für das Ding. Ja, falls wieder alle Fitnesscenter zumacht, habe ich noch das hier. Geil. Die Schnapper sind noch nicht vorbei. Ich habe für 1 Euro Ocarina of Time für den 3DS. Ich habe es schon in OVP, das ist auch nur zum Tausch. Dann hatte mir der Verkäufer noch ein Spiel gegeben, ohne OVP, aber für 2 Euro, weil es ist ja Pokémon. Ultramond, ja, finde ich sehr schade. Ich sammle ja nur OVP, die 3DS und DS Games, ist ziemlich schade. Aber dafür hat er mir für 5 Euro Ultrasonne gegeben. Ja, Ultrasonne für einen Fünfer. Ich muss auch sagen, der Zustand ist echt nicht gut. Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, diese Ultrasonne, Ultramond, OVP gehen echt schon für 40, 50 weg. Bin mir gerade nicht sicher. Zustand ist nicht so geil, aber ich will echt nur das Game. Ich will unbedingt Ultrasonne zocken, weil ich Sonne gezockt habe letztes Jahr. Oder dieses Jahr, keine Ahnung mehr.
Ja, vielen Dank an den Verkäufer. Ist übrigens auch derselbe, der mir Ring Fit und die Dragon Ball Z Spiele. Grüße gehen raus, Liebe gehen raus an diesen Typen. Ja, ich bin echt glücklich. Thor 3 Unrated habe ich für, naja, hier steht es ja, 3 Euro gekauft. Würde ich jetzt behaupten, aber ich habe das von meinen Kumpels gekauft und ich habe ihn vergessen, die 3 Euro zu geben. Es tut mir leid, also falls ihr es seht. Ich gebe euch nächstes Mal die 3 Euro versprochen. Dann habe ich mir diese Yu-Gi-Oh! Box gekauft. Und ja, neu geht die für 180 bis 200 Euro weg, habe ich gesehen. Die ist aber geöffnet. Aber ich blende euch mal ein bisschen kleines Unboxing rein. Die Karten sehen aus wie neu. Richtig geil. Und mir ist auch egal, was es wert ist. Ich bin kein Reseller und ich habe einfach nur Bock, mir das ins Regal zu stellen. Ich wollte als Kind immer die ägyptischen Götterkarten haben. Ich glaube, so hieß es damals. Und die habe ich jetzt in eine schöne Yu-Gi-Oh! Box. Ja, für 10 Tacken. Kann man echt nicht meckern. Ich sehe auch gerade hinten, was für Booster-Packs damals da drin waren. Richtig geil. Richtig Nostalgie einfach für mich. Yu-Gi-Oh! War für mich das beste Kartenspiel damals. Und ja, Leute, das war's mit diesem Video. Lasst doch Like und Abo da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich auch nochmal geil freuen. Und ja, sorry, dass so lange keine Videos kamen. Ein Monat, aber bei mir war viel los. Ich ziehe auch um im September von dieser Einzimmerbude in 3 Zimmer. Ich freue mich drauf. Dann mit besserem Internet, dann kann ich streamen, alles. Ja, der Traum geht endlich mal in Erfüllung. Und meine kleine Ausrede, außerdem hatte ich keinen Bock und ich war lieber mit Freunden draußen, anstatt YouTube zu machen. Da bin ich mal ganz ehrlich. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.